Froschkette ist bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den V10. Ja, mehrere Probleme. Ich kann den zurzeit nicht zusammenbauen, weil ich warte immer noch auf die Anfrage wegen den Turbos, nicht, ob man den upgraden kann oder in Stand setzen kann oder sogar neu holen muss. Deswegen können wir den nicht zusammenbauen und wir werden den reinigen. Wie? Dafür ist der Harald da. Hallo Harald. Hallo. Ja, wir gehen heute mal an dieses gute Stück mit Trockeneis dran. Und genau. Dann schauen wir mal, was passiert, wie er hinterher aussieht. Das ist das Gerät. Ich habe mir jetzt das Ding so vorgestellt. Ja. Warum ist das so klein? Das ist so klein, weil die meisten Standard-Eisstrahlgeräte sehr viel Lärm verursachen und aus diesem Grunde auch groß sind. Und wir haben es geschafft, das Ganze eben kleiner zu machen, gut transportabel, überall variabel einsetzbar. Mit viel weniger Luft und viel weniger Materialeinsatz in Form von Trockeneis, was die Betriebskosten günstig beeinflusst. Und in den meisten Fällen in professionellen Betrieben keine Zusatzinvestition in Kompressoren erfordert, weil wir diesen geringen Luftbedarf meistens mit vorhandenen Geräten schon decken können. Also brauchen wir keinen extra Kompressor, also ein Werkstattkompressor wird hier ausreichen. Erstmal ausreichend. Das ist jetzt das Trockeneis. Wir arbeiten mit 3 mm Pellets. Trockeneis gibt es an und für sich in 4 verschiedenen Darreichungsgrößen. Es fängt an mit Mikropellets 1,5. Die werden allerdings relativ selten produziert, weil sie ziemlich schnell auch von selbst sich wieder in Luft auflösen. Die 3 mm Pellets könnte man so als Standard benennen, weil das wird überall produziert, wo Trockeneis hergestellt wird. Die kriege ich also auf jeden Fall. Dann die nächste Größe sind Nuggets. Sehen so aus wie Holzdübel irgendwo, 16 mm Durchmesser, 4-5 cm lang, werden in der Lebensmittelindustrie hauptsächlich zu Kühlzwecken eingesetzt. Und die vierte Größe sind Blöcke, die aber im Regelfall aus den 3 mm Pellets in einem zusätzlichen Arbeitsgang zusammengepresst werden. Das ist minus 80 Grad. Das ist minus 80. Ja, ich sag mal, von 50 km entfernt kaufe, schaffe ich das, dass ich hinkomme, natürlich, dass das nicht schmilzt? Der Eisbrei, es schmilzt sowieso nicht, weil es ist kein Wasser als Grundstoff. Sondern es ist Kohlensäure. Also das, was wir hier haben, ist nichts anderes als Blubberblasen in Getränken in komprimierter Form. Und wenn das vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht, löst es sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auf, aber es gibt keine Pfütze, es ist trocken, deswegen Trockeneis. Ja. Weil kein Kunststoff Wasser. Produktionsgröße 3 mm. Ich lasse das jetzt einfach mal so lose auf den Boden purzeln, dann sieht man das ein bisschen besser, wenn es verteilt ist. Und wenn man bei der ganzen Geschichte Energie zuführt, man sollte es normalerweise nicht in die Hand nehmen, aber die 2-3 Sekunden, wo ich das jetzt tue, passiert nichts. Alle Finger sind noch dran. Also er hat sich schon mehrmals gemacht. Dann geht das so. Das Zeug trifft auf. Ich mach's nochmal, weil da warst du jetzt nicht vorbereitet. Ja. Das trifft auf und geht direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über. Und an der Stelle, wo es umsetzt, hat das Ganze eine Volumenausdehnung von 700%. Anders ausgedrückt, der Schmutz wird abgesprengt von der Oberfläche. Das Faszinierende beim Eisreinigen ist, es ist nicht abrasiv. Optisch sieht es so ähnlich aus wie Sandstrahlen, bloß die Wirkung ist ganz anders. Das heißt, wir greifen hier das Originalteil in keinster Weise an, sondern wir machen es nur sauber. Also am Originalteil passiert nichts. Wenn etwas stark verrostet ist, wo also der Rost schon richtig reingefressen ist ins Material, blankschleifen geht mit Eis nicht. Ja, ja klar, das ist ja kein Wundermittel dann in dem Sinne, ist klar. Was halt verrostet ist, ist verrostet. Genau. Nur halt was angerostet ist, das geht dann weg. Ja. So, wenn wir jetzt die erste Schaufel in die Maschine füllen, dann kriegen wir ein Geräusch. Das gibt es meistens einmal am Anfang. Das waren jetzt gut 100 Grad Temperaturunterschied, schlagartig. Wahnsinn. Dann fängt Edelstahl ein wenig an zu jammern. Das hört sich ganz komisch an. Als wären da irgendwelche Aliens da drin. Also, was hast du gemacht? Hier sehe ich echt, die ist so kompakt. Ist das der kleinste auf dem Markt? Ja, das ist die kleinste, leichteste und flexibelste Eisstrahlmaschine mit professioneller Leistung, die es auf dem Markt gibt derzeit. Wir brauchen von der Luftmenge maximal 1000 Liter pro Minute. Ja. Das hört sich für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt hat, erstmal viel an. Im Vergleich zu den anderen Geräten, die eben angesprochen wurden, die fangen an bei 3000 Liter für die minimalste Einstellung und gehen hoch bis zu 15.000. Das, was wir jetzt aus diesen 3 mm Pellets Produktionsgröße mit der Maschine machen, das ist jetzt das hier.
gehen jetzt also hier bis auf 0,2 mm Partikel runter. Tut das weh? Nein, das tut nicht weh. Das ist nur kalt. Oh. Stimmt, das ist kalt. Oh mein Gott. Aber trotzdem trocken. Ja. Ja, so wie es sein soll, ne? Genau. Und mit diesen kleinen Partikeln erreicht man jeden Ort der Verschmutzung direkt. Das ist der Grund, warum wir hier viel weniger Luft verbrauchen. Im Vergleich zu Standardgeräten bei der jeweiligen Anwendung etwa 90% weniger Luft und 70% weniger Materialeinsatz, weil wir eben das Material effektiv ausnutzen und keine Reibungsverluste zwischendurch haben. Wahnsinn. Wir haben jetzt hier Farbe auf Papier. Ja. So fein und präzise kann Trockeneisreinigung sein. Sag mal. Das braucht in der Praxis erstmal niemand. Hast du es gesehen? Ja. Das praktische Anwendungsbeispiel dafür heißt Elektronik, Platinenreinigung, sehr dünne Drähte mit entsprechend dünner Isolierung, die draufbleiben soll. Und das funktioniert nur aufgrund unserer speziellen Technik, weil wir mit dem Eingangsdruck schon sehr, sehr niedrig anfangen können. Bei Standard-Eisstrahlgeräten ist der minimale Druck, das kann man im Internet bei den technischen Daten überall nachlesen, 2 Bar. Dann sieht das Ganze so aus. 2 Bar. Da fangen alle anderen erst an. Dann zerreißt. Damit haben wir natürlich eine völlig andere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Oh, schön, dass das schneidet. Heißkraft. Kann man die Schuhe damit auch sauber machen? Die kann man damit auch sauber machen. Das ist natürlich nur ein Nebeneffekt. Das praktische Beispiel im Kfz-Bereich heißt Cabrio-Verdeck. Das unter Umständen von klebrigen Rückständen, wenn man unter Baum geparkt ist, verschmutzt ist, oder Vogelkot oder ähnliche Dinge, die da drin sitzen, auch so lässt sich dann ein Cabrio-Verdeck absolut gefahrlos und perfekt wieder reinigen. Wahnsinn. Also, dass man einfach Stoff damit reinigen kann, ja, das ist Wahnsinn. Jetzt brauche ich keine neuen Schuhe mehr, ich wollte mir neue Schuhe holen. Ja. Also wenn die nächste Mal glänzen, weiß ich Bescheid, wie ich die sauber gemacht habe. So schnell lässt sich die Maschine dann finanzieren. Ne? Wir machen einen Schuhreinigungstag und dann geht's los hier. Bringt alle eure Schuhe mit. Nächstes Mal. Wollen Sie die Schuhe mitgereinigt haben? Tun Sie einfach ins Auto rein. Spielerei am Rande. Unser V10 ist ja mehr als sauber. Ne? Total. Das guck dir das hier nochmal an. Genau, Vorher-Nachher-Effekt hier. Das ist ja Wahnsinn. Dann fangen wir einfach mal an irgendeiner Stelle. Ja. Das war jetzt mittlere Leistung. Es war nur die mittlere Leistung. Also ja, nur die mittlere. Achte mal einfach Unterschied an. Weißt du, wie viel Bremsreiniger, wie viel Draht man dafür braucht? Wie viel Zeit man dafür braucht, dass man das ungefähr so sauber kriegt? Und das kannst du vor allen Dingen absolut sauber. Trockeneis ist zwar weiß, aber es ist so grün, wie es nur grün sein kann. Also wir sind hier völlig ungefährlich für Mensch, Gesundheit und Umwelt. Hammer. So, jetzt gehen wir mal mit ein bisschen mehr Leistung da dran. Ja, du hast es kurz gesehen.
Vielleicht willst du ja selbst mal. Gerne. Darf ich jetzt einfach machen? Einfach irgendwie. Also muss ich, also wenn ich jetzt irgendwo eine Plastikleitung oder so drankomme. Spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Der wird mir den jetzt nicht wegsprengen oder so. Nein, ist egal. Einfach drauf. Na, dann mach mal. Euch. Jetzt bin ich mal gespannt. So, nehmen wir mal die Stelle. Da sieht man ja schön. Machen wir mal hier. Wie nah muss ich halten? Der Abstand ist so ein bisschen erfahrungswert. Okay. Also man fängt mal so mit 10 cm an. Okay. Und wenn man dichter dran geht, wird es stärker. Wenn man weiter weg geht, etwas schwächer. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Aufkleber haben, ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich will ihn sauber machen oder ich will ihn wegblasen. Ja, und beim Wegblasen gehe ich halt ein bisschen dichter dran. Wenn ich ihn sauber machen will, gehe ich einfach ein bisschen weiter weg, dass er erhalten bleibt. Okay. So, Aldosch, bereit? Ja. Aufpassen. Ah, warte, dann mache ich nur mal den so. Stelle ich ihn nur gerade. Und der ist sogar noch drauf. Ja, der, ja, ja, ist noch drauf. Also es ist unglaublich, wie spielend einfach das sauber geht. So soll es sein. Wahnsinn. Und ich muss sagen, das Ding ist ja leise. Ja. Ja, also wie viel Dezibel ist das ungefähr? Also, das sind ungefähr 80. Echt? Also schon. Also ich hätte es jetzt leiser vorgestellt. Ich habe diese Ansaugbrücken sauber gemacht. In so einem Becken, also die waren silber, sind dann schwarz geworden. Ich so Schmutzfilm ist da drauf. Bitte das auch sauber machen. Probieren. Vorsicht nur. Das untere, warte, das mache ich jetzt auch weg.
Für solche Partien kann man natürlich andere Düsen verwenden. Haben wir jetzt ein bisschen besseren Zugang in die schlecht zugänglichen Stellen. Captain Hook, lässt grüßen. So, gucken wir mal. Hier, dann machen wir mal hier, Eidosch. Nehmen wir mal den. Hier drinnen siehst du ja, ne? Die Stellen. Praktisch noch auftreffen kann und nicht nur drüber gleiten. Ja. Ist zu nah dran gegangen, ja, ich war zu nah dran. Ja. Zeig mal. Du kannst jetzt natürlich auch da oben in den Dichtungsgummi da rein. Ne? Oh, kann ich auch einfach. So, dann machen wir mal hier. Das Faszinierende, dass man eben Material unabhängig arbeitet. Ja. Also greifen das Material null an? Ja, es kann schon angreifen. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Ja. Wenn ich frisches Trockeneis habe, ohne Wassereinlagerung, dann kann praktisch nichts passieren. Ja. Wenn das Trockeneis ein paar Tage alt geworden ist, dann lagert es Luftfeuchtigkeit rein. Das heißt, ich habe kein reines Trockeneis mehr, sondern ein Mix aus Trockeneis und Wassereis. Mhm. Und diese Wassereispartikel sind zwar sehr, sehr klein, aber bei minus 80 Grad natürlich entsprechend hart gefroren. Mhm. Die können an empfindlichen Oberflächen dann schon unter Umständen Schäden verursachen. Also bei Stoffen dann zum Beispiel, während an Metallteilen kann gar nichts passieren. Da kann das teilweise sogar förderlich sein, wenn dann ein bisschen älteres Eis eingesetzt wird, weil wir da so ein bisschen mehr Schleifeffekt reinkriegen. Faszinierend, was dieses kleine Teil hier machen kann. Ja, also dieses kleine Teil ist teilweise effektiver als die großen, weil es die Kraft bündelt und auf den Punkt bringt. Ja. Im Gegensatz zu den großen Maschinen, wo eben auch vieles großartig verpufft in der Gegend. Wir haben jetzt ich habe jetzt sehr viel sauber gemacht. Darf ich mal schauen, wie viel da noch drin ist, Harald? Achte mal, wir haben immer noch was drin. Also du hast gesehen, was ich alles sauber gemacht habe. Klar. Da hinten haben wir angefangen. Komplett. Ne, und ordentlich. Ich habe da ordentlich gedrückt. Und dann hier haben wir noch ein bisschen was gemacht. Und da ist noch die Hälfte, mehr als die Hälfte noch drin. Ja. Das ist Wahnsinn. Und das Gerät verbraucht ja weniger als die üblichen. Richtig. Bei vergleichbarer Anwendung etwa 70% weniger. 70% weniger. Wow. Ja, also Trockeneis ist ja auch nicht billig. Nee, mittlerweile durch die allgemein bekannten Krisen ist der Preis schon etwas über 1 Euro geklettert. Und dann muss man halt schon auch ein bisschen rechnen. Ne? Ja. Also vergleichbar einfach. Ihr habt einen RS6, was aber verbraucht wie ein 3 Liter Diesel. Genau. Kann man so vergleichen? Kann man so vergleichen, ja. Und man fährt natürlich Full Power. Das ist wichtig. Man will ja nicht schleichen. Ja, ist ja normal. Ja. Unser V10 hat ja leichten Ölverlust gehabt mit der TÜV-Prüfversagen. Und da spritzt ja weg. Ne? Weil unser Eis sprengt das ja sprengt weg. Das weg. Also Eis ist ja irgendwann weg, ne? Löst sich ja auf. Aber das, was man sauber macht, das kriegst du dann ab. Also Leute. Wir haben jetzt das Ding jetzt leer gemacht, ne? Hier, Alter, das ist jetzt leer. Achtet mal.
Wow. Das ist Wahnsinn. Krass. Ja, du musst ja jetzt, Eidosch. Hm? Ich kann aber eins sagen, wenn du hier sauber machst und hier schon sauber gemacht hast und dann hier nochmal sauber machst, das ganze Öl sprengt ja weg. Das heißt, das kommt wieder komplett darüber. Klar, dann hast du wieder hier oberflächliche Flecken hier. Aber du hast alles sauber gemacht. Guck mal, achte mal bitte das hier. Ich wusste gar nicht, dass es Silber war. Das Ding war schwarz. Was ist das denn? Ach, immer der Effekt, wenn man das erste Mal macht. Beim zweiten Mal wird man dann an einer Ecke anfangen und wird sich gerade vorarbeiten, dann fliegt nämlich nichts mehr hin und her. Aber das ist dann ein bisschen Übungssache. Hier, guck mal hier. Hier hat man das war hier alles schwarz. Das glänzt alles so schön da. Das glänzt alles. Ne, ich habe auch hier drin einmal mich versucht. Hier drin. Auch ganz kurz, ne? Also das war nicht viel. Achte. Hier einmal. Ich bin echt nur so zweimal drüber gegangen. Ne? Und so sieht das halt original aus. Hier richtig Silber. Und hier hat er nicht mal Ölverlust gehabt. Hier hat er Ölverlust gehabt. Auf der Seite hat er das. Ja, ja, klar. Richtig. Das ist Wahnsinn. Aber das Gerät ist Wahnsinn. Und Harald, ich muss sagen, der verbraucht so gut wie kein Eis. Ja, so soll es ja auch sein. Du sollst ja keine 300 Euro Materialkosten haben, nur um einen Motor sauber zu machen. Ja, du siehst ja selbst mit einer untermotorisierten Kompressorleistung funktioniert es ja schon. Ja. So, das Ganze kann natürlich erheblich besser gehen, wenn genügend Luft von hinten kommt. Super Gerät. Das ist ein super Gerät, auf jeden Fall. Auch ein paar Ölspritzer drauf. Wir haben doch die Reinigungslösung. Blasen wir einfach wieder sauber. Ja, ja, stimmt. Überhaupt kein Problem. Kann man ja. Harald, hast du was zu sagen? Nö. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es hat sehr, also und dann schauen wir mal, ob der Funke überspringt. Ja. Perfekt, was soll man dazu sagen? Ich bin baff. Kann man das auch im Gesicht machen? Ja, aber so ist es. Kann man, aber es tut dann schon. Ist nicht so gut, oder? Aber eigentlich Eisstrahlen im Gesicht wäre cool, damit man jünger. Ja, vielleicht kriegt man die Falten weg, die einen. Was für Falten? Ja, die heißt ich suche also, such eine Kamerafrau, ne? Eine neue? Eine neue Kamerafrau brauchen wir. Alles klar. Ihr könnt euch gerne bei mir bewerben. Aha. Kamerafrau. Nach dem Spruch. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann. Dankeschön, Eidosch. Tschüss. Dankeschön, Eidosch.